Drangvolle Enge herrschte am Tag der deutschen Einheit auf dem Apfel- und Kartoffelfest rund um die Scheune an der Aula in Kirchheim. Man konnte probieren, sich mit Proviant versorgen und musste lange anstehen, um die begehrten Kartoffelpuffer mit Apfelbrei endlich auf dem Teller zu haben. Hatte man dann noch einen Platz gefunden, konnte man sich die regionale Köstlichkeit munden lassen. Wie zu Großvaters Zeiten wurde frischer Apfelsaft gepresst und angeboten. Und Scheunenwirt Berthold Schmidt führte historische Apfelschälmaschinen vor. Selbst vorne an der Stirnseite. Apfelschälen, hier unsere Scheune. Nicht viel anders sah es im Oberaulacher Ortsteil Hausen aus. Hier war die Apfelsaftherstellung etwas moderner, aber auch dieses Fest rund um Apfel und Kartoffeln mit angeschlossenem Markttreiben im Ortskern platzte aus allen Nähten und die Vorräte waren bald aufgebraucht. Ein Höhepunkt am Nachmittag war der bereits berühmt und berüchtigte Almabtrieb am Rande des Festgeschehens. Ganz neu und erstmals auf dem Hausener Fest hingegen präsentierte sich die Western-Dance-Gruppe Hiesener Happy Face.